Heute möchte ich mal mit euch über das Mitschneiden von Proben sprechen. Ich erzähle mal ein bisschen, wie das bei mir läuft oder wie das bei uns läuft in den unterschiedlichen Bands, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst, ob ihr sowas macht, wie ihr sowas macht und vielleicht auch bei Auftritten, wie das funktioniert. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like dafür verbessern. Also im Moment schneiden wir die Proben nicht mit, weil wir in Anführungsstrichen sehr unregelmäßig proben und keinen eigenen Proberaum haben. Das heißt, im Moment proben wir in einem Raum, wo wir mal rein können. Da müssen wir auch immer alles neu aufbauen und das ist dann ein bisschen semi-optimal. Wir haben grundsätzlich die Möglichkeit aufzunehmen, weil wir ein Zoom L20, ich glaube, das ist das L20, haben, bei dem wir im Grunde einfach alles einstecken müssten und dann könnten wir jede Spur einzeln mitschneiden, was wir bei Live-Auftritten auch schon mal damit gemacht haben, wenn wir alleine ohne großen Mischer unterwegs sind, also wenn wir uns selber von der Bühne mischen. Das funktioniert auch sehr gut. Und dieses Recording-Gerät, also der Mischer, hat tatsächlich auch eine Autoaufnahmefunktion. Die reagiert, glaube ich, genau dann, wenn man irgendwie einen bestimmten Pegel erreicht hat oder überschreitet. Das ist wirklich eine coole Sache, hat gut funktioniert. Früher haben wir mit einem Behringer oder in meiner alten Band haben wir mit einem Behringer X32 diese Mitschnitte gemacht. Und in bestimmten Fällen hat es dann einer aufbereitet. Teilweise waren die Sachen sogar so gut, dass man die rausschicken konnte als Demo wirklich. Manchmal haben wir die auch unbearbeitet gelassen, einfach nur um zu hören, wie sich das anhört oder wo die Fehler sind, weil man da ja auch, sag ich mal, nicht die High-End-Master-Qualität braucht, um einfach nur das zu hören. Aber wie findet ihr das grundsätzlich, dieses Mitschneiden? Ich finde das immer sehr gut, weil man da Sachen hört, die man so beim Spielen überhaupt nicht wahrnimmt, weil man sich einerseits beim Spielen auf sich konzentriert, auf die Dinge, die man macht, oder auf einen bestimmten anderen Musiker vielleicht, was weiß ich, gerade den Schlagzeuger, weil man da auf den Groove achten muss, oder den Gitarrist, damit das alles zusammenpasst. Das kriegt man, finde ich, erst immer sehr spät mit. Und es hat natürlich den Vorteil, wie ich gerade gesagt habe, manchmal kommen da auch gute Sachen bei raus, die man dann vernünftig mastern kann und fertig machen kann, und schwuppdiwupp hat man ein Demo. Für das Aufnehmen gibt es natürlich diverse Möglichkeiten. Was ich gerade gesagt habe, es gibt so Mischpulte, Rekorder, die aufnehmen können. Früher gab es das Tascam 8-Spur-Gerät, damit haben wir das schon vor 25 Jahren gemacht. Das war eine coole Sache, auf Kassette noch. Heute gibt es eben so SD-Kartengeräte, auf die man aufnehmen kann. Oder man nimmt ein Audio-Interface und geht damit direkt auf den Rechner. Ja, wie macht ihr das? Würde mich über ein paar Kommentare freuen.